Einen schönen guten Abend. Wir spielen wieder The Legend of Zelda Parley Worlds. Ja, kennt man ja, ne? Oh, da sind wir schön mit blauer Rüstung darauf. Ah, oh, das ist echt schön. Oh, wir haben eine blaue Rüstung. Wir kriegen weniger Schaden. Das ist so toll. Oh, Mann. Da fühlen sich die 13-Herzen schon, wow, schon viel besser, als sie überhaupt sind. So, ich will jetzt gar nicht mehr wie sonst so richtig viel rumlabern. Deswegen, wir haben ja letztes Mal jetzt. Wir haben ja Darunia gefunden. Den letzten Dungeon haben wir entdeckt. Und das heißt, wir wissen jetzt alle, wo alle Dungeons sind. Und wie gesagt, wir haben darüber nachgedacht, welchen wir beim nächsten Mal machen. Und da habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir uns den von Sheik, von Zelda, also Sheiks Geheimversteck oder wie, uns besuchen wollen und schnappen wollen. Und Darunia als letztes machen, wegen dieser richtig coolen Musik, die da war, muss ich sagen. Die hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Deswegen wollte ich den gern als letztes machen. Und ich habe auch, wie versprochen, geguckt, wo der Dungeon ist. Ich weiß jetzt auch, wo der ist. Ich muss nur gucken. Ja, Feen haben wir genug, oder? Ja, genau. 3 Feen haben wir. Ich habe auch geguckt, wo das ist. Das sollte auch kein Problem sein. Dum, 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 dum. Ich glaube, ist der schnellste Start, den ich überhaupt losgelegt habe, oder? Oh, einfach, wow. Einfach ins, Spiel starten, Aufnahmeknopf gedrückt, loslabern, direkt los geht's in die weite Welt hinaus. Ich glaube so, boah, ich glaube echt, also es gab bestimmt mal so einen Tag, wo wir schneller waren, aber auf jeden Fall ist er schon deutlich schneller. Und wir sind auch schon perfekt hier, genau hier wollte ich nämlich hin, das passt ja perfekt. Aber wir haben ein Herzchen verloren, deswegen gehen wir mal oben hier rein, weil hier ist eine Fee. Bin ich nicht ganz irre? Ja, da haben wir uns auch beim letzten Mal geheilt, das ist schön. Ah ja, genau, wo ich drüber nachgedacht. Ich habe jetzt wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, besonders auch wegen der Rüstung, die wir jetzt anhaben. Ob sich so ein Trank jetzt wirklich lohnt. Mit 13 Herzen. Ich finde immer so 13 Herzen lohnt sich für mich irgendwie. Weiß ich nicht. Ich finde, der Trank lohnt sich erst ab 15 Herzen. Aber wenn wir so eine gute Rüstung haben, dann sind die 13 Herzen schon ein bisschen mehr wert. Von daher, Ich habe mir jetzt entschieden, doch keinen Trank zu nehmen, weil ich da ein bisschen flexibler bin. Denn ich wollte erstmal warten, bis wir die nächste Rüstung haben. Wenn ich mich nicht ganz irre, haben wir irgendwo mal gelesen, dass das in Sheiks Geheimversteck da noch eine Rüstung ist. Dass das die rote Rüstung ist. Und wenn da jetzt noch ein... Oh, da ist ein Gegner drunter. Hey, Moment mal, hier ist eine Brücke. Hier ist eine Brücke, wie komme ich denn da hin? Ah, da ist ein... Warte mal, ich kann doch diese komische Taste drücken. Da ist ja gar nichts komisch. Egal. Oh, jetzt lass mich hier so total tot treffen. Das ist nicht so clever. Aber ich komme doch auf die Brücke, komme ich doch nur, wenn ich mich da oben fallen lasse. Oder das ist falsch. Ja, wenn ich da runterfalle, dann nicht da drauf. Und wenn ich eben... Ja, okay, wenn nicht, dann kriege ich eben herzlichen Schaden. Auch nicht so tragisch, aber ich müsste drauf landen. Okay. Und waren wir schon mal hier oben? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir müssen aber, um nach Sheik zu kommen, da runtergehen. Von daher ist das, glaube ich, jetzt nicht so... die richtige Wahl, aber wir gehen einfach mal hier entlang, weil ich jetzt spontan gar nicht... Okay, das kommt mir sehr unbekannt vor. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Okay. Nee, das hätte ich mir bestimmt gemerkt, wenn wir sowas gehabt hätten. Das war jetzt nicht so die Welt oder oben irgendwas, ne? Runter. Jetzt Zauberumhang wäre natürlich jetzt eine schöne Sache. Na, ich glaube voll da rein. Kommen wir denn jetzt aus? Bin mal gespannt. Oh! Aha! Aha! Ah, oh, schade, eins fehlt noch. Ah, das habe ich ganz vergessen, die Stelle. Die Stelle habe ich komplett vergessen. Jetzt, wo ich das gesehen habe, kann ich mich wieder daran erinnern, dass da noch ein... Oh mein Gott, ich kann gleich wieder zur Fee gehen. Alter! Mach mal eben. Ich glaube, ich sollte sogar... Ich glaube, ich muss unten lang, weil ich komme da nicht mehr hoch zur Fee. Ich komme da nur noch mal hin, wenn ich dann noch mal... ich komme zwar wieder zurück bis zu dieser komischen Eishalle, wo ich mich rübergehangelt habe, aber da komme ich nicht mehr auf die andere Seite. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier runterschwimmen. Oh, fuck, ich komme da gar nicht mal hoch. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber ganz im Ernst, Leute, für ein Herzteil machen wir diesen kleinen Umweg doch gerne, oder? Jetzt brauchen wir nur noch ein einziges Herzteil und wir kriegen einen neuen Herzcontainer. Es würde sich ja eigentlich schon lohnen, hier nochmal durch die Welt rumzustapfen, aber... Wieso falle ich denn jetzt... Hallo, wo bin ich denn hin? Ich weiß einfach nicht, wo noch ein Herzteil drin sein sollte. Ich war eigentlich schon sicher, dass wir jetzt alles hier gefunden haben. Auch von ersten Blick, was wir noch so kriegen können. Und dann kriegen wir so nebenbei, finden wir da noch ein Herzteil. Das ist jetzt irgendwie, das ist für mich irgendwie sehr, so ein sehr ernüchterndes Gefühl. Hm. Vielleicht soll ich hier nochmal privat einmal hier rumlaufen. Ah, ich denke nochmal nach. Genau, ich war, glaube ich, mit den Tränken und den Rüstungen da. Dran. Wenn wir jetzt noch die rote Rüstung jetzt nochmal jetzt in den Dungeon bekommen, da hätten wir natürlich eine ziemlich coole Abwehr, sag ich mal. Dann würden wir echt wenig Herzchen verlieren. Also, wir werden natürlich schon noch ein paar verlieren, aber im Vergleich zu vorher echt nicht mehr viele. Ich glaube, dann wird ein Trank auch mit 13 Herzchen sehr, sehr interessant. Zumindest einer.
weil wir dann eben doppelte Energie kriegen, ne? Naja, wir kriegen, glaube ich, echt nur die Hälfte aufgefüllt mit so einer Fee. Das ist dann schon, wenn man so Richtung Ende des Spiels geht, dann doch nicht so cool. Toll, jetzt wurde ich doch getroffen, weil der Hampelmann da irgendwo steht. Natürlich blöd, wenn man unter der Brücke irgendwas steht. Ah, hier sind wir schon wieder auf dem Schach. Oh mein Gott, schon, dass mich treffen. Hier sind wir auf dem Schachbrett. Oh mein Gott, ich lasse mich überall treffen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wow, ich bin gleich. Ja, okay, tot ist übertrieben, aber. Au, oh, das war jetzt echt nicht so. Oh, ein Herzchen. Herzchen. Her damit. Her damit. Danke. Das war jetzt echt ein bisschen. Das war jetzt nicht so skillig. Das war überhaupt nicht skillig. Sonst mache ich hier noch ein paar Gegner weg in der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwie noch ein paar Herzchen kriegen. Mein Gott, das ist aber auch glatt hier drauf, ne? Obwohl das. Oh Mann, jetzt kam ich davon nicht weg. Das kann doch nicht sein. Den Bumerang sind wir, glaube ich, besser. Oh, dafür kriege ich ein Herzchen. Sind wir echt besser dran. So. Oh, ich treffe natürlich mit dem Scheiß nicht. Mann, das ist so rutschig hier. Das ist so. Wieso hält der so viel Schläge aus? Krieg ich kein Herzchen. So. Nein, der ist auch echt. Ah, Scheiße. Der ist nicht echt, meine ich. Shit. Aber der macht mir nur noch ein halbes Herzchen weg, wenn ich das nicht gesehen habe. So, und hier ist auch nichts mehr. Oh, da oben kann ich mich fallen lassen. Komme ich denn da hin? Okay, merkwürdig. So, das ist der Eingang des Dungeons. Der sechste Dungeon. Der Dungeon von Sheik. Wir sind bald durch. Wir haben das Spiel bald durch. Ist unglaublich, wie lange dieses Projekt schon geht. Und wir sind jetzt im sechsten Dungeon. Das heißt, der vorvorletzte Dungeon oder so. Puh, bin mal drin. Jetzt können wir reingehen. Wow. Die Musik ist doch ein bisschen anders als sonst. Das ist, gar nicht so eine Änderung gab. Boah, das sieht. Ich muss sagen, der Dungeon sieht richtig schön aus. Findet ihr nicht dieses goldige oder diese Schweinegesichter da oben? Der sieht richtig schön aus. Und da diese schönen Erhebungen da rechts an den Türen. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Diese. Gott, ich. Wenn ich die Aufnahme beende und niemand mich fragen will, was das Dinge für Dinger sind, dann wüsste ich sofort den Namen. Aber jetzt irgendwie stehe ich vom Schlauch. Das ist irgendwie peinlich, aber ich kann es nicht ändern. Lesen wir erstmal. Gefahr. Sheiks Versteck. Eintritt auf eigenes Risiko. Okay, aber ich denke mal, dass es schon ein Dungeon ist, ne? Obwohl auch die Musik nicht so ist. Ach Quatsch, natürlich wird es ein Dungeon sein. Es wird ein Dungeon sein. Hier ist ein Teleporter. Okay. Ich muss sagen, ich freue mich riesig auf diesen Dungeon. Ich hab mich sehr auf diesen Dungeon gefreut. Ich weiß nicht. Oh, die Tür ist verschlossen. Das ist kein guter Start. Ich weiß nicht so wirklich warum. Aber ich muss sagen, der Eis-Dungeon hat mir so am meisten Angst gemacht. Und ich glaube, jetzt die Dungeons werden ganz lustig werden. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich finde vom Design, oh, vom Design her sieht der, mein Gott, guck mal, jetzt erst aktiviert sich der Schalter. Vom Design her sieht das sehr, sehr schön aus. Jetzt, das sieht für mich wie ein richtiger Dungeon aus und da habe ich auch ein paar Hoffnungen drauf. Also, ich glaube, dieser Dungeon könnte richtig schön werden. Okay, ich möchte, oh, Laser, damit habe ich jetzt nicht mit dir gerechnet. Ich möchte erstmal nicht runtergehen. Ich möchte erstmal an den Seiten da gucken. Weil das sieht man auf jeden Fall, das sieht stark danach aus, als auf der, auf einer Seite ein Schlüssel ist. Auf der anderen Seite könnte ich einen Schlüssel gebrauchen. Mal gucken. So, ja, und hoffentlich kriegen wir die rote Rüstung hier. Weil so viele Sachen können wir eh nicht mehr bekommen, ne? Wenn man mal guckt, Zauberumhang oder so ein Quert oder diesen einen anderen Stab, den kriegen wir bestimmt nicht hier. Kann ich mir nicht vorstellen. Flasche ist ja auch noch da und so. Also da wird auch nicht mehr so viele Alternativen gibt es da jetzt auch nicht mehr. Oh, und rüber, noch ein Herzchen. Hä? So, ich wollte schon sagen, wieso? Ah, ein Schalter. Den ich nicht aktivieren kann. Was ist das? Ist das ein Fake-Schalter? Warum kann ich den nicht aktivieren? Oder muss ich echt die Statue da drauf schieben? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich kann hier noch nicht mal was draufschieben. Die kann ich bewegen, aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit dem Schalter irgendwas aktivieren werde. Ich dachte im ersten Moment, der Teleporter. Der Teleporter funktioniert auch nicht. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Dungeon? Hey, die Räume sehen genau identisch aus. Aber das kann nicht derselbe Raum sein. Oder doch? Nein, das kann nicht sein. Oh mein Gott, ist das wieder so. Oh Mann, habe ich wieder so einen Dungeon erwischt, der einen nur verwirren tut? Oh mein Gott, jetzt in diesem einen Moment, dieser einen Minute, habe ich ein ganz ungutes Gefühl. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt sind wir wieder zurück, ne? Ja. Oh, da habe ich ein sehr ungutes Gefühl irgendwie bei der Sache. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Eieieiei. Ist nochmal ein Teleporter. Nochmal ein Herzchen. Oh mein Gott. Geht der Schalter? Der Schalter geht. Warum geht denn da die Tür auf? Was habe ich denn da? Oh, ein Schalter. Wir gehen aber trotzdem erstmal durch den Teleporter. Und da sind wir wieder. Habe ich mir schon gedacht, dass wir natürlich jetzt hier sein werden. Und durch den anderen Schalter werde ich mich wieder. Na, ihr wisst schon, ne? Braucht man ja nicht drüber reden. Aber das verspricht echt ein bisschen ungemütlich zu werden. Ich habe so ein Gefühl, dass der ganze Temp-Dungeon sich nur auf dieses. Oh, welche Tür nehme ich jetzt? Die oder da oben?
durch das... Wow, Magier. Ich hab so ein Gefühl, dass der ganze Dungeon sich in diesem ähnlichen Drei-Räume-Schema weitergeht. So, dann die Magier kommen irgendwie nicht mehr. Leg ich da mal... Natürlich, jetzt kommt er natürlich. Ich mal da meine Bombe hin. Ich hab dich richtig getroffen, das ist das Problem. Ich will da richtig an der Wand kleben. Nee, das hätte funktioniert. Das funktioniert nicht, okay. Ja, welche Tür soll ich jetzt nehmen mit den verschlossenen Dingen, ne? Das ist das Problem. Ich bin sogar dafür, dass wir erstmal beide Türen nicht nehmen und erstmal die Gang geradeaus nehmen. Das ist eigentlich jetzt, es ist eigentlich jetzt nicht das Cleverste, was ich hier mache, hier die kurz und quer zu gehen, und, aber ich mach's trotzdem. Ich habe so ein Gefühl, das soll ich tun. Man sollte manchmal lieber auf sein Gefühl hören. Und mein Gefühl sagt mir jetzt, geh in die Mitte. So, da müssen wir nämlich auch durchkommen mit dem Enterhaken. Und der Laser dürfte mir auch keine Angst machen mit dem Spiegelschild. Obwohl, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, wow, da verabschiedet sich der Boden. Aua! Ja, toll. Okay, noch so ein Raum. Meine Nase juckt schon wieder. Das ist so verrückt werden, ey, immer wenn ich aufnehme. Oh, wow! Wow, wo ich hin? Wo ich hin? Da. Nein, ich fall auch nicht runter. Oh, boah, krieg ich Schaden hier rein. Alter, das ist aber jetzt echt witzig. Alter, spuck mal zurück. Ich glaube, innerhalb von 30 Sekunden habe ich jetzt irgendwie 10 Herzchen verloren. Da habe ich aber jetzt wirklich sehr viele verloren. Das war jetzt echt ein bisschen uncool. Au, Mann, das tut aber so weh mit den Dingern. Oh Gott, die sind überall. Die sind überall hier, ihr wisst schon, Brückelgewände. Und so Fake-Schalten. Ne, doch nicht. Ach, ich muss da richtig drauflaufen. Ach, vielleicht war das mit den anderen Schalter auch so. Ja, das ist ja eine Kacke, wenn das wirklich so ist. Jetzt war der Laser da vorbei. Ich weiß immer, der hört sich das sonst auch immer so an, oder? Ja. Boah, der Laser dreht sogar ganz schnell. Kann das sein, dass er irgendwie schneller dreht als sonst? Sonst habe ich hier noch die Wände vor mir. Ne, falsche Richtung gedreht. Nein. Oh, das funktioniert nicht. Ich leg die Bombe einfach hin. Gut ist. Oh, hier ist eine Kiste. Wo kommt die denn her? Nein. Mein Gott, ist ja dann schon übel. Das ist ja richtig pervers. Ich habe schon zwei Feen verloren in kürzester Zeit. Shit. Das ist aber jetzt echt uncool. So, ich glaube... Nein, nicht rauslaufen. Wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was mit den Bomben passiert ist. Sind die jetzt hochgegangen? Oh Mann, ich passe auch nicht auf, was ich tue, ne? So, ich will jetzt echt die Dinger jetzt hier einfach kaputt machen. Kann man die nicht mit einem Bumerang? Das haben wir doch letztens auch gemacht. Das geht doch viel einfacher. Ne, geht doch nicht. Hä? Doch, geht wohl. So. Oh, wieso flutscht der denn immer durch das Loch da durch? Ich weiß gar nicht, ob ich mal in diesen LP gezeigt habe, ob ich den Bumerang die Sachen kaputt machen kann, aber ich habe mal vorgetage privat mal ganz kurz A Link to the Past wieder gespielt. Und weil ich Lust dazu hatte, und dann habe ich gemerkt, mit dem Bumerang kann man die auch kaputt machen. Das war irgendwie für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich komme zu der Kiste nicht ran. Das ist, obwohl, wenn ich mich da so ein bisschen schräg hinstelle, sollte das funktionieren. Muss ich mal ausprobieren. Eigentlich müsste es funktionieren. Ich gehe jetzt mal nach oben, um hier ein bisschen Energie zu sparen. Obwohl, wenn jetzt diese blöden... Na, scheiße, die kommen ja trotzdem. Boah, ist das... Alter, wie behindert ist denn das? Wie komme ich denn da hin? Ja, fickt euch doch, ey. Hab ich erstmal kein... Oh, ich muss da ja hin. Ist alles zu hier. Mann, ich verliere wieder eine Fee. Das funktioniert. Das schaffe ich nicht. Ich muss da zu schnell auf die andere Seite. Boah, ist das... Nein, jetzt rutscht doch nicht ab. Ja, fick dich doch. Ey, mal ganz im Ernst, ich bin da voll abgerutscht, obwohl ich da... Ich versteh's nicht. Manchmal rutscht er einfach ab. Ich kapier's einfach nicht. Dritte Fee ist schon weg. Wir haben so gut wie gar nichts erreicht. Wir sind gerade mal zwei Räume gelatscht. Mann, diese Tischplatten hier nerven. Wo bin ich jetzt getroffen worden? Jetzt runter. Jawohl. So, ein Schlüssel. Das heißt, das war alles hier... Boah, nee, das ist unglaublich. Wir sind gleich tot. Es ist... Wow, der Dungeon hat so richtig in sich. What the fuck? Was ist mit mir los? Ja, das kann mich auch sterben lassen, glaube ich. Das macht jetzt auch keinen großen Unterschied, wenn ich jetzt mit... Oh, ich dachte, der Schild nützt was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ihr hört mich jetzt nicht, weil ich meine Hand gerade vor dem Mund hatte, weil ich mich so fassungslos bin. Wow. Ich glaube, das war's erstmal. Wir gehen erstmal und holen ein paar Feen.